Hallo und herzlich willkommen zurück zu Oddworld, New und Tasty, Apes Odyssey. Ich bin's wieder, euer Haney. Und ja, wir befinden uns mit unserem kleinen lustigen Freund Mudukon Ape jetzt außerhalb der Schlachtfabrik. Und ja, schauen wir, wo uns diese wunderschön gestaltete Umgebung so hinführt. Und hier können wir nochmal sneak in and out. Okay, wir sollen rein und rausschleichen. Gucken wir mal, wo wir rein und rausschleichen sollen. Ich bin hier wirklich gespannt. Ah, das scheinen die Checkpoints draußen zu sein, sehr cool. Wo wir hier hinkommen, das ist die Frage. Oh! Oh ja. Ich dachte, ja gut, okay. Entschuldigung, man könnte da vielleicht irgendwie rüber schleichen. Die Frage ist... Okay, das geht einfach nur so. Schnell hinterher. Oh. Fuck! Ja, fuck it, sagt er. Slick heißen die Viecher übrigens, glaube ich. Okay. Diesmal war ich nicht so voreilig. Ich warte erstmal ab und guck mal, wie lange er braucht. Bis er wieder zurückkommt. Okay, wir laufen ihm jetzt direkt hinterher, wenn er wieder zurückgeht. Das ist aber spannend, ey. Verdammt Axt. Okay. Puh. Okay, ich muss mal kurz abwarten. Kein Bock, dass wir jetzt verrecken. Ich denke, wir müssen... Ja, wir müssen hier lang. Oh, sehr cool. Ich freue mich an Checkpoint. Da geht's. Und man muss echt sagen, also, das sieht schon sehr geil aus. Ach du Scheiße. Okay, das wird, glaube ich, jetzt ein bisschen tricky. Ich weiß nicht genau, ob uns die Minen da oben erwischen, deswegen stehe ich jetzt mal nicht auf. Da muss man aber echt vorsichtig sein. Das Lick schläft seelenruhig und kriegt davon gar nichts mit. Land der Träume ist ja wohl. So, jetzt haben wir es gleich geschafft. Nee, alter Lachs. Oh, komm. Nee. Oh, Scheiße. Alles klar. Okay, also die Minen erwischen uns dann jetzt wohl doch. Ficky, ey, echt. Na gut. Gräme dich nicht, Haney. Boah. Ich mach das jetzt nochmal genauso wie gerade eben, das hat gut funktioniert. Bevor ich da jetzt anfange, irgendwie wild hier Experimente zu machen. Ich muss gleich einfach nur besser aufpassen an der Stelle. Und dann kriegen wir das auch. Aber das ist das, was ich auch schon in der ersten Folge gemeint habe. Also das Spiel wird schwieriger und schwieriger und schwieriger. Und man muss es teilweise wirklich ausprobieren.
wie es funktioniert. Man stirbt halt. Manchmal geht's nicht anders. Okay, jetzt müssen wir das gut timen. Pass auf. Oh, Gott sei Dank, schnell zum Checkpoint. Und hier schon wieder so eine Stelle. Aber da unten. Rescue. Lost. Souls. Okay, wir sollen verlorene Seelen retten. Oh, oh Gott, ich hasse sowas. Echt, ich hasse sowas. Okay, pass auf. Nein, jetzt. Oh. Okay, ich glaube, hier können wir noch runter. Gucken wir mal. Also zumindest sieht es so aus, als könnte man da runter. Nur, was bringt uns das jetzt? Außerdem, wie kommt man wieder runter? Fuck. Okay, da unten haben wir anscheinend noch nichts zu suchen. Das werde ich mal meiden, dahin zu gehen. Gehen jetzt auch immer oben weiter. Und jetzt muss ich wieder durch die Minen durch. Hervorragend. So. Aber wir wissen jetzt. Uah! Okay. Ich muss das einfach so. Zerteilen. Sag dazu bitte nichts. Boah. Oh. Okay, pass auf, jetzt. Sehr schön. Nee. Komm. Was ist da los? Jetzt muss ich auch noch. Ach, du Scheiße. Was da? Mega angespannt. Aber so richtig mega angespannt. Komm schon. Cool, cool, cool. Gut, das machen wir folgendermaßen. Ich hoffe, der ist jetzt so blöd und rennt da rein. Nee. Oh komm. Alter. Bitte. Scheiße. Ja, da müsst ihr jetzt durch. Und ich leider wohl auch. Jetzt reiß dich zusammen, verdammte Axt. Komm schon. Nicht überstürzen. Ruhig bleiben. Oh. Okay, 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 okay. Der letzte Sprung. Jetzt. Gut, ich glaube, wir sollten hier erst rüber. Ich gehe jetzt einfach erstmal weiter, bevor wir da jetzt. Was ist denn eigentlich mit den Vögeln da? Und was meinten die mit den verlorenen Seelen? Da ist noch ein Tipp. Den wir von hier oben noch nicht lesen können, leider. Müssen wir berühren, dann kriegen wir Steine und mit denen können wir dann natürlich wieder die Gegner ablenken. Sehr, sehr gut. Yeah.
Ah, cool. Plan ist aufgegangen. Aber wo ist der andere hin? Oh, oh. Auf was? Das hört ja auf, wenn wir rollen? Das kann ja wohl nicht sein. Fick ihn. Aber es sieht auch irgendwie, also vom Level-Design her, sieht es so ein bisschen so aus, als würden wir uns der ursprünglichen Heimat des Modukons nähern. Und also ich weiß auch noch was aus dem ersten Teil. Ach scheiße. Storytechnisch. Wir kommen glaube ich nochmal zurück in die, Uah, was mache ich da? Jetzt pennt er wieder, oder was? Also nochmal das Ganze. Der geht weg. Der geht sogar ein ganzes Stück weg. Aber das kleine Stückchen, das können wir uns jetzt gar nicht vorbeischleichen. Holy. Und hier gehen wir jetzt auch direkt hinterher. Ja, er würde gerne jemanden erschießen. Komm! Oh. Jetzt bleib doch da. Oh Mann. Schnell zum Checkpoint. Und da muss ich mal auf die Uhr gucken. Ah, ein bisschen Zeit haben wir noch. Ja, das ist, glaube ich, das haben wir schon rausgefunden. Oh. Und wir gucken noch mal ein bisschen weiter. Wer ist er? Ist ein Steinchen? Bist du ein kleiner, freundlicher Hund? Nein, nein! Nein, er ist kein kleiner, freundlicher Hund. Gut. Ich denke, diesen Zeitpunkt werde ich nutzen, um die Folge wieder zu beenden. Oh Mann, was für ein spannendes Ding diesmal. Und auch frustrierend etwas. Wir sind wirklich weit sind wir nicht gekommen. Das tut mir sehr leid. Das nochmal eben ausprobieren. Komm schon. Oh, da stand ich ein bisschen nah dran. Aber so ging's. Schön. Dann gehen wir auch noch eben ein Stückchen weiter. Hier ist ja schon wieder der nächste Checkpoint. Dann werde ich das hier jetzt beenden. Oder? Ach ne, komm mal hier. Portal, sehr schön. Ich will mal rein. Mal gucken, wo es da hingeht. Und dann muss ich aber wirklich die Folge beenden. Was sind das für Dinge? Jetzt müssen wir lieber schlafen. Ja, und jetzt sind wir anscheinend auch wieder in der Fabrik. Hä? Okay. Kurz. Wie viele haben wir hier? 6? 7? Okay, was ist das für ein Schild? Also es sind insgesamt noch 223 Gefangene, 53 sind umgekommen und 23 haben wir gerettet. Ich glaube, wir haben die Firma tatsächlich zu früh verlassen. Die Schlachterei. Nur... Wie ist denn wie wo? Lass mal was ausprobieren. Wir können hier ja noch durch die Tür gehen. Kommen wir da hinten raus. Da ist ein Portal. Wie ist noch hin? Okay.
Okay, ich glaube, das könnte so funktionieren. Und zwar, indem wir einfach mal einen Stein durchwerfen. Everybody, hello, follow me. Okay. Follow me, everybody. Hey, follow me. Okay. Wait. Okay. Follow me. Ja, nur leider ist hier kein Tor, ne? Okay, wie geht das? Wie sie sich alle am Kopf kratzen gerade. So geht's mir auch. Okay, lassen wir mal eben stehen, wir müssen das doch wieder ausmachen. Wenn ich die jetzt wecke, dann ist doch... Okay, ich glaube, ich muss das einfach schneller machen. Dann ich nochmal zurück. Dann werde ich gleich... Stein schmeißen. Jetzt werde ich da ganz schnell wieder hinrennen. Laufen die jetzt los, bitte mal. Komm schon, Jungs. Tut mir wirklich leid, aber ich verstehe das gerade mal so gar nicht. Oh, you. Hey, follow me. Okay. Hey. Komm mal mit, Jungs. Wir schleichen mal wohin. Allerdings, wovon sind die jetzt bitte schon aufgewacht? Boah, ich habe keine Ahnung, ey, echt nicht. Die Frage ist ja... Okay, die greifen auf jeden Fall nicht die anderen an. Gut, das zu wissen. Tags, ey. Ist ja nicht. Schnell. Ach, die Viecher sind zum Glück total doof. Da bin ich aber froh. Waren das jetzt beide oder war das nur einer? Okay, gehen wir mal wieder zurück. Der eine Hund noch da ist. Aber sind beide reingerannt. Sehr schön, sehr schön. Cool, komm mit. Wir holen mal wieder einen ganzen Arsch voll. Wir retten jetzt mal eben schnell zum Schluss. Sehr nice. So, und jetzt werde ich das Ding aber auch wirklich beenden. Ich hüpfe mal schnell da hinten ins Portal. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich freue mich, dass ihr dabei wart und ja, ich bin raus. Bis dahin.